Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal ein Solo-Let's Play von Council of Shadows, der neue Alea-Titel, der jetzt zur Spiel 22 erschienen ist. Ich habe freundlicherweise von Alea hier ein Rezensionsexemplar bekommen, konnte das auch schon auf dem Presse-Event auf der Spiel bei Ravensburger-Alea anspielen. Ja, und möchte mit euch zusammen jetzt einfach mal eine Solo-Partie von Council of Shadows spielen. Und das ist ein sehr spannendes Spiel mit einem etwas ungewöhnlichen Mechanismus und ich versuche denen jetzt ein bisschen die Regeln zu erklären und dann spielen wir einfach mal das Spiel. Ja, Council of Shadows, da ist es thematisch so, dass wir in den Rat der Schatten quasi wollen. Das ist eine außerirdische Allianz, so wie das aussieht. Und dort versuchen wir halt reinzukommen, bieten uns die Außerirdischen an und wir sind halt verschiedene Völker, die wir haben. Man sieht auch hier zum Beispiel, ja, ich spiele jetzt das Volk hier, eine Art Vogelvolk, sieht auch schon mal sehr lustig aus. Also es geht jetzt nicht pauschal um Menschen, die aber auch dabei sind. Und ja, wir versuchen halt Energie zu sammeln und möglichst viel Energie zu sammeln. Und wer das am besten schafft und wer als erstes das Dark Tech Level 3 erreicht, der gewinnt und der kommt dann in den Rat der Schatten. Und dann sieht man hier so einen kleinen Thron. Ja, und da kann man dann seine Figur auch noch draufstellen. Auf den Thron. Ist jetzt sehr witzig, aber jetzt spielrelevant ist es nicht. Aber ja, das ist so der thematische Hintergrund. Nun, wie machen wir das? Jede Runde läuft wie folgt ab. Man sieht ja den Ablaufplan auf dem Sichtschirm. Normalerweise stellt man bei der Kartenplanung das so vor sein Tableau, damit man hier die Karten planen kann, die anderen das nicht sehen. Man hat dann hier noch so Seitenhalterungen. Eigentlich brauche ich natürlich jetzt beim Solospiel nicht. Aber hier drauf steht halt auch der Ablauf. Und ja, hier sieht man, erster Schritt in jeder Runde ist nach Spielereihenfolge können wir unser Tableau verbessern bzw. neue Karten kaufen. Denn es ist so ein bisschen Deckbuilding auch mit dabei. Wir haben unser eigenes Tableau hier. Da die drei Flächen, da planen wir halt unsere Aktion gleich. Wir können und müssen dann im Laufe des Spiels aber auch Dinge verbessern. Ja? Also zum Beispiel hier links können wir halt zum Beispiel aktuell nur auf blauen Planeten siedeln. Wir können dann auch noch Wüstenplaneten und Vulkanplaneten besiedeln, wenn wir entsprechend diese Ressourcen abgeben in dieser Kaufphase. Wir können in dieser Verbesserungskaufphase der ersten Phase, kann jeder Spieler 3 Verbesserungen maximal kaufen. Man darf auch hier dann zum Beispiel, wenn man eine goldene Ressource abgibt, darf man auf anderen Cubes auf dem Planeten siedeln. Wenn man das noch nicht hat, darf man nur auf leeren Planeten siedeln quasi oder kolonisieren. Dann haben wir hier unten 4x Einmaleffekte. Da kriegen wir halt entsprechend 8 oder 8 bis 20 Energie, wenn wir die entsprechenden Ressourcen abgeben. Und hier können wir uns halt verbessern. Wir dürfen am Anfang nur in Reichweite 1 siedeln oder kolonisieren und Planeten aufdecken. Das ist der Bereich hier. Das ist Reichweite 1. Das wäre Reichweite 2 hier. Und das hier oben ist Reichweite 3. Sieht man auch an diesen entsprechenden Symbolen da auf diesen Galaxien, wo wir dann Planeten platzieren. Das sind schon 2 am Spielanfang platziert. Ja, und hier können wir uns halt verbessern. Wir dürfen halt die Aktion, die dann wir dann reinlegen, dürfen wir halt nur in dieser Reichweite benutzen. Ja. Und hier wird man halt dann was bezahlen, bekommen auch eine Energie zum Beispiel, wenn wir das bezahlen. Und wenn wir es verbessern und so versuchen wir unser Tableau zu verbessern. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, da gehen wir jetzt mal ein bisschen näher ran, sind dann diese Tech-Karten hier. Das sind halt neue Karten. Wir haben am Anfang eigenen Kartendeck, das ist bei allen gleich. Da sind halt 6 Karten, da sind halt bestimmte Aktionen drauf, wie zum Beispiel dürfen hier einen Cube auf einem Planeten platzieren, also eine Kolonie errichten, hier dürfen wir Ressourcen umwandeln, hier dürfen wir von 2 Kolonien, die wir haben, die Ressourcen uns nehmen, also jeder von diesen Planetensystemen, die wir dann in einer Galaxie platzieren, die, ein bisschen näher ran, die bringt halt was, wie man da unten sehen kann. Die bringt halt 2 anthrazitfarbene Ressourcen. Und mit dieser Aktion dürfen wir halt solche Ressourcen dann abgraben sozusagen, uns Ressourcen holen, die dann wieder, also das, mit dem man dann zum Beispiel Verbesserungen, also vor allem Verbesserungen kaufen kann. Genau, und was haben wir hier? Hier dürfen wir, das mit dem Auge heißt immer, einen neuen aufdecken hier, je nachdem, welche Reichweite wir den spielen. Das ist hier sind solche Planetensysteme aufdecken, platzieren und dann entsprechend können wir uns noch entscheiden, ob wir da kolonisieren, also einen Cube hinsetzen oder ob wir einmal die Ressource von diesem neu platzierten Planetensystem uns nehmen.
Hier dürfen wir halt, weiß nicht, ob ich schon hatte, ein Planet, eine Kolonie setzen auf einem Planetensystem, beziehungsweise ein Planet in Reichweite, den wir nutzen können. Hier dürfen wir umwandeln und hier bekommen wir einfach drei Ressourcen. Genau. Das sind so die Sachen. Und hier oben sind Zahlen. Und die Zahlen sind halt wichtig, denn wir spielen ja mal drei Aktionen. Ja, wir legen auf unserem Tableau eben drei Aktionen hin, ja, irgendwie so. Und jetzt würde ich in der Runde quasi 12 Energie verbraucht haben. Und da setzen wir unseren Energiemarker. Und das ist der hier liegt. Hier liegt der grüne vom Automagegner und mein blauer. Den würden wir dann entsprechend 12 nach vorn setzen. Und ja, unser Ziel ist es im Spiel, um eine Dark Tech Stufe aufzusteigen, muss dieser Marker, der immer noch auf 0 sitzt, muss diesen überholen. Das heißt, wir müssen mehr Energie produzieren, als wir verbrauchen. Das ist so der Kniff bei diesem Spiel. Und ja, der Witz ist halt, dann geht man dann vor, der wird dann wieder zurückgesetzt, wenn man den einmal überrundet hat irgendwann. Nehmen wir an, ich würde es gleich schaffen, was nicht geht, ich muss ja irgendwas ausgeben, aber dann würde ich die nächste Dark Tech Stufe aussteigen und dann würde der wieder zurückgesetzt werden. Der bleibt aber da, wo er ist. Das heißt, es wird jede Runde auch, wo wir weiter müssen, um diesen einzuholen. Aber so ist das halt ganz witzig. Man hat dann natürlich dann mehr Planeten, man hat mehr Kolonien, kann mehr Energie produzieren. Das erkläre ich natürlich auch im Spiel, wenn ich die Aktion dann mache. Ja, wenn man sowas macht, wenn man das schafft, dass man den überholt, dann bekommt man hier von diesem Dark Tech Stapel auch eine Karte, kann man sich aussuchen, eine. Wenn man dann nochmal aufsteigt in das zweite Dark Tech Level, also es nochmal schafft, das zu überholen, dann irgendwo weiter oben, bekommt man hier eine raus. Und das sind halt stärkere Karten, noch stärker als die. Also das sind somit die Standard, die schwächsten, die wir am Anfang haben. Und dann kommen die aus diesem Stapel, die können wir halt normal in der Kaufphase kaufen. Die sind schon stärkere Aktionen. Also das sieht man auch durchaus, dass man hier schon eben, ja, zum Beispiel hier mit minus 1 Energie kann man trotzdem neuen Planeten entdecken und dort eine Kolonie draufsetzen, was natürlich schon auch ein schöner Zug ist. Hier kann man dann auch zwei draufsetzen, also Planeten entdecken und zwei Kolonien aufsetzen. Man darf dieser Stapel darf maximal drei hoch sein und am Anfang darf man halt nur auf leere Planeten setzen. Wenn man auf dem eigenen Tableau, ja, sieht man dann hier, wenn man das freigeschaltet hat, diese Fähigkeit darf man auch auf eigenen oder anderen Cubes, die da schon liegen, eigene Cubes draufsetzen, aber maximal in der Höhe von 3. Höher darf sowas nicht sein und wahrscheinlich bleibt es auch nicht höher stehen. Also man holt sich Karten in dieser Phase oder verbessert das eigene Tableau. Das ist die erste Phase. In der zweiten Phase plant man dann die Aktionen. Das heißt, man legt dann verdeckt, in dem Fall offen, ich hier beim Solospiel, seine Aktion. Man berechnet dann die Kosten, rückt entsprechend vor auf dieser Verbrauchsleiste mit den runden Feldern da. Und dann wird anhand des Verbrauchs der aktuellen Runde, also was habe ich wirklich ausgegeben, nicht wer vorne steht auf dieser Verbrauchsleiste, sondern was habe ich wirklich in dieser Runde an Verbrauch gehabt, wird dann die neue Spielerreihenfolge bestimmt. Dann gibt es dann hier beim Solospiel eben diese zwei Marker für mich und für den Bot. Bis zu vier Spieler können mitspielen, das wären dann halt, würde dann mit vier Spieler spielen, wird dann auch 1, 2, 3, 4, wird das quasi verglichen. Wenn es Gleichstand gibt in dieser Runde vom Verbrauch, dann wird geguckt, wer weiter vorne steht auf der Verbrauchsleiste. Und der ist dann eher dran. Ja, und Phase 3 ist dann quasi das Abhandeln dieser geplanten Aktionen nach Spielereihenfolge. Spieler 1, der gerade ermittelt wurde, darf halt hier seine Aktionen abhandeln. Genau, und dann am Ende wird die letzte Karte rausgeschoben, die werden nach vorne geschoben. Und man darf dann noch werten. Und werten bedeutet einfach, irgendwann habe ich halt hier meine Cubes auf vier Planeten liegen. Sieht man jetzt vielleicht auch nicht ganz so optimal. Ich gehe mal näher ran, ob man es dann besser sieht. Also hier liegt jetzt ein Cube. Und dann kann ich gucken, okay, möchte ich werten? Und werten würde bedeuten, wenn ich die Mehrheit habe, also wenn ich mehr Cubes habe als die Mitspieler, dann kriege ich hier 6 Energie. Muss ich aber den Cube runternehmen. Das ist die einzige Situation, wo ich Cubes wieder runternehme bei dieser Wertung. Wenn ich weniger habe oder gleich viel als andere, also wenn jetzt hier der Blaue, das ist ja der Automa ja auch in der Galaxie, ein Cube hätte oder zwei, ja, dann würde ich nur drei Energie bekommen. Muss den aber auch runternehmen. Das muss man sich überlegen, weil wenn man sie runternimmt, bekommt man halt Energie, was gut ist, um mit seiner Leiste hier mit diesem Marker vorzurücken. Aber die Cubes, die runter sind, da können wir dann später mit diesen Kolonien nicht mehr die Ressourcen bekommen. Das ist eine gute Abwägung,
die man dann immer treffen muss. Ja, wir versuchen es einfach mal. Genau, und das erste Spiel geht los. Achso, ich wollte noch mal kurz die Bot-Karten auch erklären. Die haben wir hier. Die werden halt hier aufgedeckt, erst von dem Stapel, wenn er dann auch dieses Dark Tech Level, also wenn er mit seiner Energie seinen Verbrauch überschreitet, geht es zu diesem Stapel und dann geht es zu diesem Stapel. Er holt sich also nicht irgendwie Karten, sondern hat seine eigenen Automastapel. Und dann wird das halt abgehandelt. Hier oben wird erstmal, wie viel Energie verbraucht er diese Runde? Die Fall 0 gibt es natürlich auch mit 11 oder mit 13. Also gibt es dann in dem Stapel unterschiedliche Verbräuche. Entsprechend wird daran die Spielreihenfolge festgelegt. Und dann werden diese drei Aktionen, die hier drauf sind, diese drei Leisten abgehandelt. Erst die linke, beziehungsweise hier oben ist es halt automatisch, da passiert die ganze Aktion. Dann gibt es oft hier solche Sachen, wo erst wird geguckt, ob die linke funktioniert. Und wenn nicht, wird die rechte Aktion gemacht. Und wenn gar keiner funktioniert, dann verfällt es halt die Aktion. Und dann hat er auch sowas wie, er kriegt einfach pauschal Energie oder wie hier, da werden halt vier Karten aus dieser Auslage hier oben entfernt und neu hingelegt. Und am Ende wertet er dann meistens oder in der Regel immer. Und dann wird einfach geguckt, okay, hier wird sowohl in allen quasi, wo er mindestens eine Kolonie hat, gewertet und die Cubes werden auch runtergenommen. Hier wird halt nur gewertet, wenn er die Mehrheit hat in der Region, in der Galaxie. Ja, schauen wir mal. Ich denke, das wird sich dann ergeben. Es ist ein bisschen ungewöhnlich Spielprinzip, auch mit diesem Energie bekommen und den Energiemarker vortragen. Aber ich finde es eigentlich einen ganz witzigen Mechanismus. Und ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Und wir schauen mal. Ja, dann fängt der an, der hier auf diesem weiter vorne ist. Unter der größten Nummer steht, das bin jetzt ich. Also bin ich jetzt die 1. Und der Bot ist jetzt die 2. Spielt nachher beim Platzieren vielleicht eine Rolle oder welche eine gute Karte man haben möchte. Und der Bot nimmt sie weg. Ich werde aber mal schauen, dass ich erstmal was aufwerte. Also wir haben am Anfang schon zwei Ressourcen, die habe ich mir nochmal genommen. Wir haben eine Gold- und eine anthrazitfarbene Ressource. Die Anthrazit ist die schlechteste, die Gold, die mittlere, die transparente ist die beste Ressource. Jetzt können wir natürlich gucken, was wir damit machen können. Auf unserem eigenen Tableau könnten wir jetzt hier Verbesserungen vornehmen. Wir können mit einer Goldressource zum Beispiel die Wüstenplaneten freischalten. Da gibt es hier auch schon drei. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wir können mit der Goldressource auch diese, wir können auf andere Cubes draufsetzen, freischalten, was auch nicht schlecht ist. Und wir könnten hier mit der anthrazitfarbenen hier unten schon mal die Reichweite erhöhen, dass wir quasi schon weiter weg auch was machen können. Das ist interessant. Aber wir können natürlich auch Karten kaufen. Schauen wir mal, was wir uns leisten können. Wir können uns die leisten. Das ist einfach nochmal in allen drei, also mit diesen Karten, die heben teilweise die Beschränkungen auf. Also wenn auf so einer Karte, das ist bei unserer, die wir zum Start haben nicht, aber bei diesen, die wir uns holen können und auch bei den Dark Tech Karten so, wir können hier in beliebiger Reichweite, selbst wenn wir das noch nicht auf unserem eigenen freigeschaltet haben, hier unten, können wir mit so einer Karte in beliebiger Reichweite ja, uns Cubes holen, beziehungsweise Ressourcen für Cubes holen. Mit dieser Karte können wir sogar in beliebigen Reichweite und auf beliebigen Planeten ein Cube setzen. Also die ist schon auch sehr gut. Kostet aber einen transparenten, das habe ich natürlich noch nicht. Dann muss ich mal schauen. Ich setze hier mal hier rüber, damit ich die Karte selber sehen kann. Ich könnte mir die hier holen für einen anthrazitfarbenen und einen goldenen. Ist auch plus 2 Energie, kostet der, wenn ich den benutze. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und da könnte man überall in jedem Planetentyp, blauer Planet, Wüstenplanet und also Wasserplanet, Wüstenplanet und Vulkanplanet. Ja, ich glaube, den würde ich mir holen in meiner Kaufphase. Mache ich nur einen Kauf, gebe hier die zwei Ressourcen dafür ab, die das kostet und nehme das auf die Hand. Ja, der Gegner, der holt sich da nichts. Das wird hier wieder aufgedeckt. Der Gegner holt sich in dieser Kaufphase nichts. Der verbessert sich also nicht. Das heißt, wir sind jetzt in der Phase 2. Das heißt, jetzt plane ich Aktionen. Und da werde ich natürlich die neu gekaufte Karte auf jeden Fall mir schon mal wieder platzieren. Dann mache ich das als erstes. Dann vielleicht nicht so eine starke Aktion. Auch nicht schlecht, genau. Ich würde sagen, dann mache ich das, das und das.
Wobei die einfach Ressourcen holen natürlich auch nicht schlecht ist. Aber wir machen das mal so. Dann habe ich die drei Aktionen geplant. Oh, gar nicht. Müsste ich mal ins Bild zeigen. Also ich habe jetzt hier die neu gekaufte Karte gelegt, wo ich halt entdecken kann und platzieren kann, egal wo. Ich habe eine weitere Karte, wo ich auch ein neues Planetensystem entdecken kann. Also eigentlich dasselbe wie das, nur kostet mehr Energie und ich darf es nur in der ersten Reich, darf nur auf blauen Planeten machen. Genau, und hier darf ich halt von zwei Ressourcen, von zwei Kolonien mir die Ressourcen holen. Okay, dann habe ich das geplant. Dann deck mal die Karte des Bots auf. So. Und der hat jetzt eine Energie von 10. Ich habe eine Energie von 8. Das heißt, er geht 10 vor. Von 20 auf 30. Und ich gehe um 8 vor auf 28. Er ist jetzt der erste Startspieler, weil er mehr Energie in dieser Runde verbraucht hat. Ich bin der zweite Spieler. Hier oben muss ich natürlich zeigen, wo ich das abgetragen habe. Also er 10 bekommen auf 30, ich auf 28. Genau. Dann ist er als erster dran. Ja, und dann wird hier abgehandelt, was hier steht. Und dann ist das die erste Aktion, die er macht. Und zwar, er sitzt im Reichweite 2. Also er muss irgendwo auf dem blauen Planeten sich setzen. Und das macht er. Er nimmt den und setzt sich hier auf diesen blauen Planeten drauf. Dann hat er schon mal dort einen blauen Planeten gesetzt. Dann die zweite Aktion. In Reichweite 1 setzt er sich auf eine orangene Galaxie. Das wäre die. Gibt es aber noch nicht. Das kann man nicht drauf. Deswegen machen die rechte Seite. Er entdeckt eine. Er platziert die hier. Und dann platziert er dort zwei Cubes auf dem blauen Planeten, der dort ist. Und das passiert dann halt so. Und es stehen da zwei Cubes auf diesen blauen Planeten. Ja, und als drittes haben wir dann noch den roten. Da gibt es auch wieder die erste Aktion nicht, weil da gibt es noch keine Planeten. Und hier entdeckt er wieder und packt den. Und das kann ich mir dann aussuchen. Also das ist meine Entscheidung, spielt aber jetzt erstmal nicht die Rolle. Legt sich darin und platziert halt hier auch wieder zwei Cubes auf einem roten Planeten. Und das ist schon mal nicht schlecht. Denn jetzt ist er mit seiner Wertung dran. Und er wertet alle, wo er die Mehrheit hat. Und das sind im Moment alle. Er hat hier zwei und hier ein. Das heißt, überall mehr als ich. Ja, und dann bekommt er hier. Und dann sieht man das nochmal in der großen Ansicht. Wir machen mal die große Ansicht. Er wertet den. Und er hat die Mehrheit. Er bekommt ja 10. Ja, weil die Mehrheit hat. Ein Cube kommt weg. Hier hat er auch die Mehrheit. Da bekommt er 8. Das ist er bei 18. Kommt auch ein Cube weg. Genau. Und hier bekommt er, weil er auch die Mehrheit hat, der bekommt weg nochmal 6. Das heißt, er hat schon fast seinen Verbrauchswert erreicht. Er ist mit seinem Energielevel hier, sein Verbrauchswert ist dort. Und er hat jetzt 24 Punkte oder 24 Energie gesammelt. So, ich habe nochmal geschaut. Es ist so, beim Entdecken von neuen Planeten nimmt man immer zwei von diesen Planetenplättchen und sucht sich eins aus. Ob das jetzt eine Rolle spielt beim Automa, ich würde einfach das oberste nehmen oder ich nehme auch zwei und würde das nehmen, wenn jetzt eins da wäre, wo er nicht siedeln könnte, würde ich das andere nehmen. Also mache ich es ab jetzt dann immer zwei für ihn, aber spielt ja jetzt erstmal hier keine Rolle. Er konnte auf allen siedeln, hat auch alle gewertet und liegt hier schon mit 24 Energie weit vorne. Genau, dann ist er mit seinem Zug fertig, dann bin ich dran und arbeite meine Aktionen ab, die ich hier mir ausgesucht habe. Und die erste Aktion ist diese verstärkte. Ich kann auf einem beliebigen Planetenart kann ich erstmal einen Planeten entdecken. Das heißt, ich nehme mir zwei, gucke mir die an. Und hier gibt es ein Gold, hier gibt es eine Energie und einen anthrazitfarbenen. Dafür sind hier nur zwei und hier sind alle. Und da ich ja mit dieser Karte auf Wüstenplaneten und auf anderen legen kann, würde ich das hier machen. Kann dann hiermit in Reichweite 1 das tun. Das heißt, ich kann, hier ist ja alles voll, dass ich kann bloß noch in diese Galaxie rein und gehe dort rein, lege den dahin. Und dann kann ich entscheiden, ob ich ein Cube setze oder mir schon mal das Gold nehme. Ich würde einfach einen Cube setzen, meinen grünen, und setze den hier auf einen
braunen Planeten, was ich ja damit kann, obwohl eigentlich ich das noch nicht freigeschaltet habe auf meinem Tableau. Mit der Karte geht das. Dann ist die Karte dran, ich entdecke wieder und dann nehme ich mir, ja, welche nehme ich mir? Kriege ich eine Energie und ein Anthrazitfarben. Hier kriege ich zwei Anthrazitfarbene. Auch hier würde ich vielleicht den nehmen. Genau, dann ist hier das schon eigentlich voll entdeckt, die untere, der untere Bereich der Galaxie, die erste Reichweite. Und auch hier setze ich jetzt hier einen Planeten ein. Hier muss ich mich allerdings für dran halten, dass ich nur blaue Planeten nutzen kann. Dann setze ich hier auf dem blauen Planeten meinen grünen Cube drauf. Gut, und dann ist die dritte Aktion dran. Ich darf von zwei meiner Cubes mir die Ressourcen nehmen. Da ich nur zwei Cubes habe, nehme ich mir also jetzt hier zwei anthrazitfarbene und einen goldenen und habe jetzt hier meine Ressourcen dann wieder mal angesammelt, um mir in der Kaufphase wieder was leisten zu können. Jetzt durfte ich noch werten. Das ist halt die Frage, ob ich das mache. Bei dem Planeten bin ich ja in der Minderheit, da würde ich nur 5 Energie bekommen und müsste den Cube wegnehmen. Hier bin ich in der Mehrheit. Hier würde ich 8 bekommen. Und also das bin ich ja gar nicht. Entschuldigung, das ist ja blaue. Also ich bin nur hier. Hier bin ich in der Mehrheit. Das heißt, hier würde ich 10 bekommen, wenn ich einen runternehme. Ich bin ja grün. Sonst spiele ich immer mit blau. Aber bei diesem ist wohl... Und jetzt habe ich natürlich auch den falschen vorgesetzt. Eieiei, hier muss ich noch mal was umändern. Ich bin ja, weil ich sonst immer mit blau spiele, bin ich ja jetzt grün. Da muss ich mich dran gewöhnen. Dann setze ich das hier mal rein. So. Und der blaue ist der Automat. Okay, das muss man drauf achten. Ja, und hier habe ich jetzt halt die Mehrheit mit grün. Könnte halt 10 bekommen. Und das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, das werde ich machen. Ich werde mir einfach den goldenen stehen lassen, weil er auch auf diesem Wüstenplaneten ist. Ich nehme einfach den runter, den einen Cube und bekomme für diese Galaxie, weil ich hier die Mehrheit hatte vorher, 10 Punkte, 10 Energie und bin jetzt hier auch Energie Level 10. Bin ich also noch weit weg von meinem Verbrauch. Gut, dann schiebe ich die letzte Karte runter. Die kommt wieder auf die Hand und die kommt hier rein. Ja, und dann sind wir schon mit dem ersten Zug durch. Hier unten vielleicht noch die Karte. Ich habe zu Anfang so eine Startwertungskarte bekommen. Die ist eine für Spielende. Die bedeutet einfach, wenn ich in diesem orangenen System, das ist das hier in der Mitte, wenn ich am Ende des Spiels die Mehrheit habe an Kolonien, bekomme ich nochmal 80 Punkte, 8 Energie. Wenn ich weniger oder gleich viel wie andere habe, bekomme ich 4 Energie. Und man kann davon noch welche dazu bekommen. Denn es gibt hier oben diese grüne Galaxie, da sieht man bei beiden Wertungen, ob ich jetzt die Mehrheit habe oder nicht, bekomme ich so eine weiße Karte. Das sind die hier von dem Stapel. Hier würde ich auch nochmal so welche bekommen, da kann man sich noch weitere holen. Maximal 4 darf man haben, aber es sind nochmal so Endwertungen, die nochmal Siegpunkte oder Energie dann am Ende bringen. Gut, dann geht es wieder los mit der nächsten Runde. Wir fangen ja wieder bei 1 an. Jetzt ist der Gegner immer noch Startspieler. Er macht ja aber nichts. Also da beim Solospiel bin ich ja quasi unterwegs. Das legen wir mal hier hin. Dann gebe ich wieder aus. Ich habe hier zwei anthrazitfarbene und einen goldenen. Und ja, das ist eine gute Frage. Reichweite wäre schon nicht schlecht, mehr Reichweite zu haben, weil hier unten schon die Planeten voll sind. Ich schaue mal gerade, meine Karten sind aber auch keine Entdeckungskarten mehr, beziehungsweise ich habe aber zwei Entdeckungskarten hier liegen und das wäre ja ein bisschen verschwendet, wenn ich hier quasi diese Aktion nutze und nicht woanders das machen könnte. Gut, ich kaufe mir jetzt ja nochmal eine Karte, wäre die Frage. Ich glaube, ich werde aber die Reichweite erhöhen, damit ich, wie gesagt, dort was machen kann. Ich kann ja 3 Kaufaktionen machen, das heißt, ich werde für die 2 hinteren hier werde ich jeweils die zweite Reichweite freischalten, das heißt hier einen Cube ausgeben und hier einen Cube ausgeben, anthrazitfarbene Ressource zweimal und dann lege ich hier 2 Cubes drauf, um zu zeigen, dass ich die Sachen freigeschaltet habe. Ich spiele hier jetzt mit dem roten Dings, eigentlich hätte ich das grün raussuchen müssen. Naja, egal. Spielt jetzt keine Rolle.
Das Tableau ist dann bei den Grünen natürlich auch grün. Ja, dann. Das zwei Kaufaktionen gewesen für zwei Cubits. Habe ich noch einen goldenen hier. Da könnte ich natürlich noch die Reichweite 3 freischalten, um dort gleich was zu machen. Da oben gibt es natürlich auch mehr. Wobei, ja, ich kann auch den goldenen benutzen. Ich kriege übrigens zwei Energie dafür. Und ich könnte jetzt hier auch den goldenen frei ausgeben. Hier ist ja ein Anthrazitfarbener interessant. Aber ich kann auch einen Goldfarbenen für einen Anthrazitfarbenen. Also man kann mit den höherwertigen Edelsteinen auch die niedrigen Aktionen bezahlen. Das wäre schon ganz spannend, wenn ich dann diese Aktion da ganz oben machen könnte. Interessant, interessant. Okay. Das würde ich mal machen. Ich würde das hier ausgeben für das. Würde dann auch noch gleich auf das Level 3 upgraden. Gebe noch den goldenen ab. Habe wieder keine Ressourcen, bekomme noch eine Energie. Und habe jetzt hier halt die Möglichkeit, das voll zu machen. Jetzt plane ich. Hole ich mir einfach Ressourcen. Was auch nicht schlecht ist. Umwandeln macht wenig Energie. Wenig Sinn. Dann würde ich den Plan legen hier rein. Man könnte auch die Sachen überdecken, die vorher da lagen. Also ich könnte da auch eine andere Aktion drauflegen, aber nur die oberste wird natürlich dann auch ausgeführt. Genau, und dann habe ich meine Planung gemacht. Jetzt wird die Karte vom Auto mal aufgedeckt. Er hat 7 Energie ausgegeben. Ich habe 10 Energie ausgegeben. Also er rutscht um 7 nach vorn. Er ist blau, 37, ich auf 38, weil ich 10 ausgegeben habe. Sieht man jetzt hier oben. Ne? Und dann wird geguckt, also ich habe 10 ausgegeben, das heißt, ich bin jetzt hier Stadtspieler und er ist Platz 2 oder Reihenfolge 2. Das heißt, ich fange an. Und zwar erstmal hiermit. Ich bekomme zwei anthrazitfarbene und eine goldene Ressource. So, dann hier, ich darf in Reichweite 1 oder 2, darf ich einen Planeten entdecken oder mache ich doch Reichweite 2. Und dann haben wir hier in Reichweite 2, sieht man auch hier oben angegeben, ne? Der ist natürlich nicht schlecht, da kriegt man schon so eine transparente Ressource. Ich glaube, ich nehme die, die legt mal wieder drunter, die andere. Und dann machen wir das mal hier oben hin. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu sehen, das mittlere. Aber dann legen wir es hin. Und ich kann ja das beliebig in eine Galaxie legen. Also da gibt es keine Vorschriften, nur halt in diesem zweiten Bereich dann halt. Und für später bräuchte ich zwar hier die Mehrheit. Oder ich will ihm schon die Mehrheit irgendwie wegnehmen, damit er nicht so viele Punkte macht. Das wäre auch keine schlechte Idee. Ich könnte auch da oben reingehen. Da gibt es dann gleich so eine Auftragskarten. Ich würde mal hier reingehen, würde mal dort die hinlegen und leg einen Cube, einen grünen Cube von mir drauf. Ich kann das hier in beliebigen, also ich kann den auch wiederum auf diesen braunen legen. Ja, und wir machen es mal auf den blauen, nicht, dass er da vielleicht auf den blauen setzen könnte. Bei den braunen hätte er immer noch einen frei, aber ich lege das mal auf den blauen Planeten. Meinen grünen Cube. So, dann habe ich das hier abgehandelt. Und hier ist jetzt die Frage, hole ich mir die Ressource? Also da müsste ich natürlich auch wieder, ich kann quasi in allen Reichweiten das tun. Hier unten habe ich das ja freigeschaltet. Sieht man ja durch die zwei grünen Cubes habe ich jetzt hier, kann ich diese Aktion in allen drei Reichweiten machen. Ich könnte auch schon ganz hoch gehen, was natürlich auch sehr spannend ist. Würde ich auch glaube einfach mal machen. Darf dort aber nur auf Blau und Blau. Ja, das ist halt dann der Punkt, das darf man natürlich nicht machen. Man sieht hier, zum Beispiel hier, wie viele Planeten es gibt in diesem Segment. Und hier auch, wie viele Planeten es gibt. Also hier 20 Blaue, hier 11. Ganz oben gibt es 0 Blaue. Das heißt, da jetzt reinzugehen mit der Aktion, wo ich nur auf blauen Planeten siedeln könnte, macht keinen Sinn. Das heißt, ich nutze diese Aktion hier auch in der Mitte. Ja, nehme hier zwei. Habe hier wieder ja, zwei Planeten. Einmal mit 6 Energie, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und damit zwei Energie und zwei
Transitfarbene Ressourcen. Ich glaube, ich nehme die mit erstmal jetzt am Anfang des Spiels, wo die mal Ressourcen geben. Und platziere die auch schon mal hier rein. Ich will da die Mehrheit, ich will auch für das Ende des Spiels da mich ein bisschen schon mal platzieren. Der andere kann sich zwar auch platzieren, aber wobei, wenn man es gleich werten könnte. Ich gehe mal da rein in die blaue Galaxie und setze wieder einen Cube. Kann ich jetzt hier nur auf blau setzen. Okay, dann haben wir unsere Aktion gemacht. Die rutscht raus, wieder auf meine Hand. Die zwei rutschen nach. Und jetzt darf ich noch werten. Ich habe jetzt keine Ressourcen mir genommen, außer dieses eine, die eine Karte, wo ich Ressourcen bekommen habe. Tja, ist die Frage, ne? Ich würde einfach mal sagen, ich werte die hier. Dann da habe ich die Mehrheit. Das würde mir 8 Energie bringen. Und so eine noch Wertungskarte. Genau, nehme ich den runter, bekomme 8 Energie. Das heißt, bin ich bei 13, bei 21. Genau, und darf mir noch eine so eine weiße Karte nehmen. Das ist halt auch nochmal eine Spielendewertung. Das bedeutet einfach, ich bekomme schon mal 3 Energie. Und ich kann am Ende jeden transparenten Cube, den ich noch habe, bekomme ich eine Energie dafür. Ja, ist jetzt so durchschnittlich, weil die lohnt sich schon mehr, die eigentlich hier abzugeben vor dem Spielende. Aber vielleicht habe ich ja trotzdem noch welche übrig. Hier würde ich für 3,20 bekommen, hier würde ich für einen bekommen. Naja, gut. Okay, das war mein Zug. Jetzt handeln wir den Gegner ab. Der ist halt hier dran. Ja, und der Gegner, der macht erstmal Folgendes. In der unteren platziert er einen Cube auf einem blauen Planeten in der roten Galaxie. Genau. Ja. Das kann ich. Ja, weiß ich, was würde ich ihm geben? Das ist meine Entscheidung. Beziehungsweise er holt sich ja keine Ressourcen, also ist nur für die Mehrheitenwertung wichtig. Dann die zweite Aktion, er platziert in der grauen Galaxie, das ist diese Stadtgalaxie, hier auf der rechten Seite, platziert er dort auch einen Cube, eine Kolonie auf einem blauen Planeten. Ja, hier hin. Und dann platziert er noch in der orangenen, auch auf einem blauen Planeten, die gibt es aber nicht. Das heißt, hier ist ja kein blauer Planet frei. Aber in Reichweite 1 kann er auch kein Plan mehr platzieren. Also auch die zweite Aktion verfällt da. Also er darf ja nur in der ersten Reichweite was machen. Und die sind alle schon belegt und da gibt es keinen blauen frei. Also verfällt die dritte Aktion für den Bot. Sehr gut. Okay, dann geht die nächste Runde los. Achso, er wertet natürlich noch, das habe ich nicht vergessen. Für ihn, er wertet natürlich noch. Da, wo er die Mehrheit hat. Und die Mehrheit hat er hier. Und hier hat er 2 gegen 1, hier hat er 1 gegen 0. Das heißt, er nimmt den runter, bekommt hier 6 Energie. Da sind wir bei 30. Oh, der könnte schon ins Dark Tech. Ja, wird in Dark Tech schon hochrutschen. Eieiei. Hier nimmt er auch einen runter und bekommt 10. Und er geht auf 40. Und damit hat er seinen Dark Tech ja, Anstieg erreicht, weil er seinen Verbrauch überschritten hat mit seiner Energie. Er 40 gegen 37. Er hat also 3 mehr. Das heißt, er wird hier runtergenommen, auf die 3 gesetzt. Schon. Fängt also nicht bei 0 an. Und ja, dann können wir hier die weglegen. Die Dark Tech 1. Er zieht jetzt ab jetzt hier von diesem Stapel. Und ich bekomme keine Kompensation. Normalerweise im Multiplayer-Spiel, Mehrpersonenspiel, wenn eine Person aufsteigt, bekommen, und das sieht man hier oben, dann auch, ist eigentlich alles schön aufgegeben. Für alle, die weniger haben, die eine drunter sind, quasi dann, die noch in der ersten Phase sind, bekommen eine Goldressource. Wenn ich auf Dark Level 2 aufsteige, bekommen alle, die Dark Level 1 sind, ein Gold. Und alle, die noch ganz unten sind, die noch gar kein Dark Level haben, bekommen ein Gold und einen transparenten Cube. Genau, und hier sieht man noch die Endwertung, aber das gucken wir uns dann am Ende an. Okay. Das heißt, er ist schon mal besser und ich habe noch ein bisschen Abstand zu meinem Verbrauch. Da müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt machen. Ich werde auf jeden Fall wieder einkaufen gehen. Wir haben wieder die Möglichkeit, oder ich habe wieder die Möglichkeit zu kaufen.
Ich habe einen goldenen und zwei anthrazitfarbene. Ich glaube, einen anthrazitfarbenen gebe ich aus, um hier auch nochmal in Reichweite 2 was machen zu können. Genau. Dann könnte ich den goldenen ausgeben, um auf Planeten, auf Wüstenplaneten was zu machen. Das ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Ich glaube, ich gebe den aus, hier den goldenen. Und dann lege ich auch noch einen Cube auf die. Auf das. Jetzt habe ich noch anthrazitfarbenen. Da könnte ich noch in allen drei Reichwerten könnte ich mir Ressourcen holen. Für eine Energie. Hier sieht man das. Die Karte auch nicht schlecht eigentlich. Oder hier für 5 Energie. Aber das ist mir eigentlich fast so viel Energie. Ich muss jetzt mal meinen Dark Tech Level 2 erreichen. Das heißt, ich hole mir die für eine Anthrazit. Genau. Kommt gleich auf meine in meine Sache rein, die ich nutzen kann. So, und dann geht's schon ans Planen. Ich bin Startspieler, ich werde dann auch nachher der Erste sein, der was macht. Umwandeln macht wenig Sinn. Den Sechser ist auch heftig. Ja, am besten vielleicht gleich den Dreier nehmen. Dann bekomme ich nämlich eine Ressource, und zwar eine Gold oder eine Anthrazit, wenn ich die ersetze. Bekomme ich halt jetzt eine, kann ich mir die Ressource von einer Kolonie nehmen, in jeder Reichweite, also auch aus dem zweiten Sektor, wo ich ja schon bin hier. Ja, dann würde ich mal die planen. Okay, dann berechnen wir, was wir brauchen. Das sind 8. Dann gehe ich hier mit meinem 8 vor. Das sind 46. Der Gegner deckt hier auf. Und der hat halt 7. Der geht 7 vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist bei 44. Und ja, damit ist er quasi. Man sieht schon, was er macht. Das ist natürlich auch vielleicht ganz interessant, weil ich meine Aktion ja schon geplant habe. Aber jetzt beim Setzen von Cubes oder so könnte man das noch mit einbeziehen, die Informationen. Aber ich bin auf jeden Fall Startspieler, weil ich 8 verbraucht habe, also mehr als er. So, dann bleibt die Spielereihenfolge so, wie sie ist. Und ich handle meine Aktionen ab. Genau, und die müssen auch immer von links nach rechts abgehandelt werden. Also gucken wir jetzt mal. Wir haben jetzt hier einmal, ich darf mir eine Ressource nehmen in beliebiger Reichweite. Und dann würde ich doch diesen nehmen hier. Da habe ich einen grünen und bekomme einen transparenten, was schon mal auf jeden Fall ein starker ist. Dann habe ich die Aktion gemacht. Ich durfte eigentlich ja auch bis Stufe 2 die machen, aber dadurch, dass es eine gute Karte ist, wo die Reichweite egal ist. Genau. Dann hier kriege ich zwei anthrazitfarbene und eine goldfarbene. Und hier darf ich wieder platzieren, einen Cube in beliebiger Reichweite, weil ich das ausgebaut habe. Ich darf also Reichweite 3 und in beliebigen Planeten. Und deswegen würde ich Reichweite 3 auch nehmen. Gucken wir mal. Genau, da bekomme ich 7 Energie und hier 2 Energie, aber einen Anthrazit und einen den farbenen. Ich würde glaube den setzen, weil dann habe ich nämlich quasi das belegt und wie gesagt, mit dieser Karte darf ich ja auch auf Vulkanplaneten zum Beispiel, was ich ja normalerweise noch nicht durfte hier, weil ich ja nicht freigeschaltet habe. Aber dann lege ich den hier oben rein. Und setze meinen Cube auf diesen einzigen Vulkanplaneten drauf. Genau, und dann darf ich mir, also das habe ich jetzt gemacht, genau. Ich hätte auch die Ressource nehmen können, also die 7 Energie. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, aber wenn ich da oben werde, bekomme ich halt 15 Energie. Was erstmal nicht schlecht ist. Aber muss ich mal schauen, ob ich vielleicht jetzt einfach versuche, mir die zu nehmen. Genau, ich habe meine Aktion durchgeführt. Jetzt würde die Wertung folgen. Folgt die Wertung. Und hier habe ich Gleichstand, hier habe ich Gleichstand. Da habe ich den Vorteil, da würde ich 15 Energie bekommen. Hier würde ich 4, das wären 19. Und hier, das wären 24. 24, ich werde bei 45, ich würde genau um einen drunter liegen. Was natürlich ärgerlich ist.
Aber ich glaube, ich werde es machen, weil ich muss dann irgendwann mal es schaffen, da den zu erreichen. Genau. Ich gucke mal gerade, was ich nächste Runde noch für Karten habe, ob ich einfach mir hier zum Beispiel die einfach die Energie nehmen würde oder die Ressourcen nehmen würde von zwei Planeten. Und hier auch. Das heißt, vielleicht soll ich die liegen lassen. Gute Frage. Ich glaube, ich werde nur den hier oben. Dann nehme ich mir 15 Energie. Das sind 26, 36. Nehme den hier runter, habe den gewertet. Die anderen zwei werte ich nicht. Da bekomme ich ja dann Ressourcen, beziehungsweise wenn ich dann noch schaffe, die Mehrheit zu machen, auch mehr Energie einfach. Wenn ich es jetzt eh nicht schaffe, diese Runde vorbeizuziehen, brauche ich das jetzt auch nicht alles runterzunehmen. Da bin ich flexibler nächste Runde. Okay, dann kommt die Karte weg und die rutschen wieder nach. Genau, und dann ist der Gegner dran und dann haben wir die Karte schon gezogen. Und er setzt in der untersten Ebene im roten Bereich auf einem blauen Planeten einen Cube. Da hat er dann schon mal da die Mehrheit, was natürlich nicht so gut ist. Dann setzt er in Reichweite 2 auf dem blauen Planeten. Einen blauen Planeten mit Turm 2. Ja, kann er machen. Hier, blaue Galaxie, blauer Planet, Doppelturm. Und da kann er nicht setzen, weil es gibt keine. Also er entdeckt eine. Das heißt, ich nehme mir zwei und dann setzt er einen Dreier drauf. Eieiei. Das heißt, ich gucke mir mal zwei an. Ja, nützt ja nichts. Dann nehme ich lieber die. Wobei er holt sich ja auch nicht die Energie. Ich glaube, nein, wir setzen mal die. Ach, je. Und dann sitzt dann Dreierturm drauf. Auf dort, auf dem Vulkanplaneten. Gucken wir mal, dass hier stehen bleibt. Ja, tatsächlich. Bleibt stehen. Ja, und dann kommt noch die Wertung. Er wertet alles. Oh, das sieht auch nicht gut aus für diese Partie. Er wertet hier unten, hat er die Mehrheit. Das heißt, er nimmt einen blauen runter und bekommt hier 10 Energie. Das heißt, er ist blau, Entschuldigung, ja, er ist bei 13. Dann hat er hier nicht die Mehrheit, bekommt er 4 Energie, er nimmt den runter. Auf 17. Und hier hat er die Mehrheit, da bekommt er 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nimmt einen runter und bekommt so eine Karte und der Gegner wertet alle diese Karten. Also hier hat er am Ende nochmal 5 Energie. Und hier oben hat er auch die Mehrheit. Und er bekommt da 13 Energie. 1, 2, 3, 38. Okay. Und auch nochmal seine Wertungskarte. Also, naja. Da macht er schon einiges an Punkten. Und er kommt natürlich ein Cube hier weg. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Aber eigentlich sind die Reihenfolgen, wenn man sich hier dran hält, hier alle eigentlich gut abgetragen. Ich habe den Bot abgehandelt. Ja. Dann nächste Runde. Es geht wieder los mit Kaufen. Ja, stärkere Karten kaufen. Ne? Ich könnte hier für so eine transparente und eine goldene, könnte ich sogar mir eine Sache holen, die mir minus 1 Energie bringt. Auch nicht schlecht. Oder hier eigentlich beliebig einfach was setzen. Beliebige Reihenfolge. Für ein. Für den. Ich glaube, ich gebe den goldenen und den transparenten aus. Oder gebe ich nur den transparenten aus? Ich gebe den goldenen und den transparenten aus und hole mir die Karte. Damit senke ich meinen Energieverbrauch deutlich. Jetzt habe ich noch zwei anthrazitfarbene. Ich würde sagen, die will ich mal aufheben und werde mal versuchen, dann hier unten mit drei anthrazitfarbenen mir 8 Energie zu holen, um da auch mal voranzukommen. Okay, dann ist die Kaufphase beendet. Dann plane ich mal. Und zwar ist die Frage, hier einfach eine Ressource holen, wo ich bin. Das wäre nochmal so ein der. Wobei ich könnte mich natürlich auch da reinsetzen und mir dann dort
die 7 Energie holen. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste, ne? Das, wo habe ich denn den mit dem Platzieren? Da setze ich den mit minus 1 dahin. Und dann setze ich den. Auch in beliebiger Reihenfolge, das ist gut. Hier hin. Überdecke den, was hier geht. Okay. Dann habe ich meine Blasungsphase abgeschlossen. Ich habe 3 Energie verbraucht. Das heißt, ich werde nicht mehr Erster sein, außer er hat ja das Nuller. Er hat 13 Energie verbraucht. Das heißt, ich werde Zweiter, er wird Erster. Er trägt 13 ab. 1, 2, 3, 57. Und ich trage 3 nur ab. 1, 2, 3. Ich hoffe, ich bin nicht durcheinander gekommen mit den Farben. Ich hätte mir blau nehmen sollen. Ich spiele sonst immer blau, aber das Regelbuch sagt extra blau. Aber es ist eigentlich Quatsch. Man kann auch mit einem anderen spielen. Spielt ja keine Rolle. Naja. Okay. Dann habe ich die Energie abgetragen. Ich bin Zweiter. Er ist Erster. Und deswegen handeln wir seins erstmal ab. Er setzt auf die Reichweite 3 in die Pinke Galaxie einen braunen. Das geht nicht. Das heißt, er entdeckt in der pinken Galaxie. Und ja, dann machen wir doch das hier. Das kommt drunter. Und er setzt dort einen Zweierstapel auf den Vulkanplaneten. Das erste war braun, das war ja noch nicht da. Jetzt ist es ein roter Planet, genau. Dann hier in der Reichweite 2 in Rot setzt er auf den Links. Da gibt es noch keinen Planeten, das heißt, er entdeckt auch hier. Okay, dann also in der roten Galaxie auf Blau und hier jetzt eben auch entdecken und dort auf Blau einsetzen. Ja, spielt auch nicht so eine große Rolle. Machen wir mal das. Packen den einen wieder drunter und er stellt dann Zweier auf den blauen Planeten drauf. Und hier in der grünen Galaxie, Reichweite 3, sitzt der ein Zweier auf dem braunen drauf. Ei, das ist so furchtbar alles. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich bin noch nicht mal, er ist schon gleich in der nächsten Tech-Phase. Und jetzt wertet er nur da, wo er Mehrheiten hat. Das ist aber auch fast überall. Fangen wir unten an die Mehrheit. Kommt er wieder 10, 48 und einen weg. Ja, spielt eigentlich keine Rolle. Dann hier hat er die Mehrheit, da kriegt er 8 und nochmal seine Auftragskarte. Er hat nicht das Limit von 4 Auftragskarten, er kann mehr haben und bekommt 8. Dann hat er hier die Mehrheit, da bekommt er 15. 70 und nimmt einen weg. Und hier auch bekommt er nochmal einen Auftrag und nimmt einen weg und bekommt dort 13. Und noch einen Auftrag habe ich mir gerade schon genommen. Ich glaube, sonst hätte er nicht schon 4, ne? Ich hoffe, ich bin richtig. Naja, wir werden sehen. Ich glaube, er wird sowieso gewinnen. 13 nochmal. 84. Eieiei. Also er überschreitet seinen Marker deutlich, das heißt, er geht in das nächste Tech-Level. Also, wow, ist das schwer, zumindest so wie ich es jetzt spiele. Vielleicht spiele ich es ja auch falsch. Wir werden sehen, aber Gott, ja, er hat es auf jeden Fall um. Um 27 überschritten. Das heißt, er geht hier gleich wieder auf die Position 27 und ist jetzt in Tech-Level. Also ein Dark Tech Level 2. Und ich bin immer noch in dem untersten. Na gut. Okay. Dann mache ich mal meine Aktionen. Ich habe hier die Möglichkeit zu entdecken in Reichweite 2, was ich auch machen werde, um die Mehrheit zu bekommen. Das wäre hier, würde ich dann noch mich reinsetzen. Wo ich mich hinsetze, ist ja da beliebig, steht ja nicht fest.
Okay, dann würde ich, weil ich das Rot noch nicht freigeschaltet habe, aber gibt es natürlich auch drei Energie. Ich lege mal den hier hin. So, und dann kann ich mich da drauf setzen, was ich auch tue. Und ich darf mich auf Braun auch setzen. Das ist ziemlich auf Braun. Okay, und dann hier darf ich einmal mir die Ressource nehmen in Reichweite 3. Also ich darf überall quasi, dann würde ich das hier nehmen, dann bekomme ich einen goldenen und 3 Energie. Und dann darf ich noch von mit der Aktion von 2 mir das nehmen. Und dann würde ich einfach sagen, dann nehmen wir uns hier nochmal den transparenten und hier den goldenen und nochmal 3 Energie. So, und dann darf ich werfen und das will ich auch machen, damit ich jetzt hier mal Darkleg Level 2 erreiche. Und na, ich könnte den hier werten. Dann bekomme ich da 5. Na, immerhin. Ich glaube, ich werte alles. Ich muss mal ein bisschen Punkte machen hier. Das heißt, den nehme ich runter, bekomme ich 5 auf 47. Ich werte den, bekomme ich 8, weil ich die Mehrheit habe. Das sind 55. 50 und da werde ich auch, da bekomme ich auch 8 plus eine Karte. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 63. Ich bin also deutlich über meinem Level hinaus, bekomme hier noch eine weiße Karte. Genau, dann bekomme ich für jede Verbesserung auf meinem Tableau, bekomme ich ja einen, für jeden Cube, der da liegt, das sind ja 5. Würde ich 5 Energie noch bekommen. Na gut, okay, ob das am Ende was bringt. Aber ich bin auf jeden Fall drüber weg. Das heißt, ich darf mir aus diesem Stab hier gleich was aussuchen. Ich muss aber mal zurückrechnen. Ich habe 63 minus 49 sind 14. Das heißt, ich stehe hier auf 14. So, und dann darf ich diesen Stapel nehmen. Na, und darf mir die Karten hier mal anschauen. Ja, hier zum Beispiel könnte ich jetzt sofort alle meine Sachen auf meinem Tableau, ja, dürfte ich alle verbessern auf das Level 3 umsonst und würde auch die Energie bekommen, aber da ich ja schon viel gemacht habe, da macht es jetzt wenig Sinn. Mit dem darf ich entdecken und 2 Planeten ersetzen. Mit dem darf ich werfen. Also, ob ich jetzt werte oder nicht, ich bekomme bei jeder Energie, wo ich die einfache Mehrheit besitze, bei jeder Wertung, also in der Wertungsphase, bekomme ich für jede Galaxie, wo ich die einfache Mehrheit besitze, nochmal 3 Energie zusätzlich, egal ob ich jetzt wirklich die Wertung mache oder nicht in der Galaxie. Ja, aber da ich so hinterher bin, schwierig zu sagen, kann ich sofort einen Cube setzen und mir die Ressource holen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Hier bekomme ich sofort eine Energie und bekomme ein Zusatztableau, das ist nämlich das hier, das heißt, ich darf eine Aktionskarte mehr planen. Ist ja auch nicht schlecht. Da bekomme ich sofort, da geht der Verbrauchsmarker um 7 zurück. Okay. Hier bekomme ich sofort einen Transparenten und darf einmal wahrscheinlich irgendwie, ja, also ich nehme ich auch nicht, aber das ist, da müsste man sich angucken, ist alles im Regelbuch drinne. Darf ich umwandeln? Okay, das Platzieren ist natürlich nicht schlecht, 2 Cubes zu platzieren. Das mit den Mehrheiten ist nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme die hier einfach. Das ist eine einmalige Aktion, das sind alles einmalige Aktionen. Sie kommen nicht in meine Hand, sondern das sind alles Sachen, die ich jetzt einmal mal mache, beziehungsweise dauerhafte Vorteile halt. Aber ich würde einfach immer das hier machen, dann geht er hier raus, den habe ich dann gemacht. Ist ja, spielt ja keine Rolle mehr, Spielerspiel wählt halt raus für die anderen. Und ich setze einfach meinen grünen entsprechend zurück um 7. Das heißt, ich bin bei 42. Das heißt, es wird jetzt einfacher, hoffentlich dann auch im nächsten Zug gleich wieder Dark Tech Level 2 zu erreichen. Wenn er jetzt gut ist, schafft das schon in dieser Runde zu Level 3 und gewinnt damit das Spiel. Wir werden sehen. Okay, die Karte kommt raus. Die auch. Die rutschen vor. Genau. Okay, dann
geht es los mit der nächsten Runde. Ich durfte hier was kaufen. Ich habe schon wirklich gute Energie. Also es macht schon durchaus Sinn, jetzt hier auch was zu kaufen. Ob man jetzt hier sich nochmal Karten holt. Ja, die sind schon besser als natürlich die Startkarten, die man hat. Ich könnte mir ja Energie holen, einfach um wirklich sicher zu gehen, dass ich diese Runde hier vorkomme. Ich könnte jetzt zum Beispiel die 3 abgeben hier für 14 Energie einfach, was ja schon mal nicht schlecht ist. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ich gebe die 3 ab. Ich muss unbedingt hochkommen, weiter vorkommen. Das heißt, ich gehe mit meinem Grün 14, das sind 28. Achso, man dreht das natürlich dann schon weiter auf das Dark Tech Level, das man ist. Ich bin 1, er ist schon 2. Das sieht man daran. Welches Level man schon ist. Auch gut gemacht. Jetzt bin ich aber nur noch wenige Level entfernt, noch 14 Punkte von meinem nächsten Up-Level entfernt, was natürlich jetzt einmal nicht schlecht ist. Gut, dann muss ich natürlich hier einen Cube reinlegen, weil man jede von diesen Verbesserungen und auch jede von diesen Sachen nur einmal machen darf. Genau, so habe ich das hier auch erledigt. Und ich bekomme ja dafür auch hier nochmal einen Punkt, eine Energie dazu. Okay, will ich mit den zwei noch was machen hier? Im Moment habe ich nicht das Problem, dass ich irgendwie mich draufsetzen müsste. Weil da oben natürlich, da könnte man in das obere reingehen, da wo er schon sehr viel gemacht hat. Ich muss irgendwie verhindern, dass er viele Punkte macht. Das wird schwer. Ich weiß gar nicht, ob man das so direkt kann. Haben wir denn noch eine Karte, die sich lohnt zu kaufen? Die günstig ist, wo ich nicht viel Verbrauch habe. Und wo ich... Ja, hier könnte ich einfach eine setzen. Oder eine neue Galaxie entdecken. Also neue Planetensystem entdecken. Für nur 2. Was ja so fast günstig ist, die könnte ich mir natürlich auch holen. Dann wäre es der Planet egal. Ich könnte also auch auf Vulkanplaneten das machen. Ich glaube, ich hole mir die hier für eine goldene Ressource. Hole ich mir den, die Karte. Neue kommt in die Auslage. So, dann geht's ans Planen. Umwandeln ist irgendwie ja nett, aber das ist ja so heftig bei dem. Ich hole mir mal die vor, die ich gekauft habe, weil die tendenziell auch besser sind. Hier kann ich entweder platzieren oder mir die Ressourcen holen. Da oben könnte ich mir, achso, ich habe ich ja nicht gesetzt. Ich habe gar keinen im Moment, ich muss den auf jeden Fall spielen, um zu platzieren. Haben wir noch einen, wo ich beliebiger Reichweite kann ich nicht, die liegt im Moment da mit der beliebigen Reichweite. Ja, das heißt, ich kann mich nicht da oben reinsetzen mit in dieser Runde, weil die zwei Aktionsfelder, ich kann natürlich das überdecken. Ja, das wäre nochmal eine Überlegung wert, dass ich dann ganz oben was machen kann, damit ich ihm nicht diese 15 Punkte gebe. Wobei er natürlich immer noch was machen könnte da oben, aber... Ich glaube, ich gehe mal das da drauf. So, dann kann ich nämlich auch ganz oben was reinsetzen. Wobei, ist vielleicht besser, die zu spielen. Dann kann ich nämlich auch nochmal im Zweifel eine entdecken, wenn da oben voll ist. So, das dahin. Die hatte ich jetzt schon hingelegt, ne? Ja, das ist auch ganz gut. Habe ich noch eine, wo ich zwei Sachen machen kann. Ich müsste mal die 6 ausspielen, die kostet mich zwar 6 Energie. Aber ich kann 2 platzieren.
In Reichweite 2 ein Doppelturm. Na, wobei, ne, ich spiele das mal so. Wir dürfen nicht so viel Energie ausgeben, weil es ist auch falsch. Dann muss man mehr Energie ausgeben, um dann auch mehr zu haben, auch mal so Doppeltürme zu bauen, die man, wo man nicht gleich wieder die Mehrheit verliert oder wo man gleich wieder die einzige Kolonie abräumt. Aber gut, wir spielen es jetzt mal so. Ich habe das geplant. Ich habe 3 Energie ausgegeben. Er deckt auf, er hat 10 Energie ausgegeben. Das heißt, ich bleibe Startspieler 2. Ich gebe meine 3 Energie, die ich ausgegeben habe, da. Und er 10, 67. Das ist in Ordnung. Ja, mal hier hinhalten. Was sieht, auf jeden Fall würde er dann das machen. Er würde auch wieder alle werten. Ah, das ist ja hart, ey. Das ist schon wirklich krass. Okay, dann macht er seine Aktion. Er ist ja Startspieler 1, genau. Ein bisschen hier den Reihenfolge beachten. Er geht erstmal in der dritten, in der grünen Galaxie, setzt er sich auf einen braunen, was geht. Gut, hat er eh die Mehrheit. Da werde ich ihn auch nicht mehr runterkriegen. So. Da, ich glaube, er könnte sich auch einfach auf andere draufsetzen, auf seine eigenen draufsetzen. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das geht oder nicht geht. Dann macht er in der rosanen, auch in der dritten, da setzt er sich auf den roten mit den Zweien. Ach, das ist furchtbar. Das wertet er dann alles, ne? Gut, er ist natürlich weit entfernt, aber trotzdem. Okay, und dann würde er in der zweiten, in der blauen, würde sich auf ein blaues mit einem Dreierturm setzen. Eieieiei. So. Da steht jetzt ein Dreierturm. Okay. Hat er jetzt also hier wirklich seine Vormachtstellung in den Bereichen deutlich ausgebaut. Er ist schon stark. Und dann macht er seine Wertung. Und dann gehen wir wieder auf die Übersicht. Und dann fangen wir hier unten an. Er hat überall, ja, ist jetzt egal, er hat überall die Mehrheit. Er nimmt hier wieder einen runter, bekommt 10, er wird auch jetzt das letzte Level erreichen. 37. Dann da nimmt er einen runter, bekommt 8. 45. Und bekommt hier noch eine Wertungskarte. Dann da oben, dann nimmt er einen runter und bekommt 15. Ach, das ist. Okay, und hier nimmt er einen runter und er bekommt nochmal 13, das ist bei 73. Genau. Und dann hat er eigentlich schon das Level 3 erreicht. Ich kann jetzt nochmal versuchen, Level 2, oder ich könnte auch in einem Zug, wenn ich natürlich genug Energie mache, auch 2 Dark Levels, Dark Tech Levels aufsteigen. Und gleich 2 und dann 3, wenn ich jetzt nochmal so viel Überschuss habe quasi, aber. Das wird wohl nicht passieren. Na gut, wir werden es mal zumindest jetzt mal spielen und dann gucken wir, wie es ausgeht. Genau, also er geht jetzt erstmal vor. Er hat 6 Überschuss, das heißt, er geht hier auf 6 mit dem Dreier-Kennzeichen, mit dem Dreier-Marker, das ihm zeigt, dass er da schon ist. Ja, und dann mache ich meinen Zug. Und der erste Zug ist, ich darf in Reichweite 2 beliebigen Planeten entdecken und dann auch ein Cube setzen. Ja, um hier ein bisschen Punkte zu machen, würde ich sagen, machen wir das hier, weil dann habe ich dann auch die Mehrheit oder 8 Punkte bekommen, wenn ich den dann dort setze. Das heißt, ich suche mir hier wieder 2 aus. Ja, spielt jetzt keine große Rolle. Ich nehme den. Jetzt hinterhin setze einen grünen Cube drauf. Ich hoffe, ich habe nicht mal zwischendurch für mich einen blauen Cube gesetzt. Das werde ich dann vielleicht schon gesagt haben in dem Video. Wenn ich das schneide, wird mir das dann auffallen, weil ich dann doch mal aus Versehen zu blau gegriffen habe. Na gut, grün. Eine grüne Erde oder es spielt eigentlich keine Rolle. Ich könnte dort auch einen blauen Planeten setzen. Dann habe ich das gemacht.
Dann mache ich das. Dann habe ich, kann ich wieder einen Planet entdecken, auch in Reichweite 2 und wieder auch mich hinsetzen da drauf. Das ist die Frage, ne? Wenn ich jetzt, das, wenn das gar nicht geht, also wenn wir eigentlich würde hier unten rein wollen, ob ich dann, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, da müsste ich mal in den Regel FAQ oder so nachschauen, was dann passiert, ob ich diese Aktion dann gar nicht machen kann oder ob ich einfach sagen kann, ich platziere dann eine Kolonie, aber eigentlich heißt es ja wirklich neue Kolonie, oder neuen Planetensystem und darauf eine Kolonie. Also muss ich in Reichweite 2 machen, um es mal hier so zu spielen. Setzt, ich habe wieder 2 zur Auswahl natürlich. Ja, setzt den dahin. Und setze dort. Dann kriege ich wenigstens die geteilte Mehrheit. So, und dann habe ich die dritte Aktion. Da darf ich einen Cube auf irgendein Planetensystem setzen oder einen neuen Planeten entdecken und das, was ich eben schon die ganze Zeit gemacht habe und das in Reichweite 3. Dann würde ich aber sagen, weil da oben bekomme ich, na gut, wenn ich da Zweiter bin und das Wert bekomme ich immer einen 7, hier unten würde ich nur 6 bekommen, auch wenn ich hier mehr hätte, dann würde ich das da oben machen. Ich würde in Reichweite 3 einen entdecken. Wobei ist die Frage, kriege ich 7, kriege ich 4, allerdings kriege ich da noch so eine Wertungskarte. Ah, ich glaube, dann machen wir das da. Dann suchen wir uns einen aus. Ich darf noch keine roten setzen, weil ich das nicht verbessert habe. Das heißt, ich jetzt lege das Plättchen mit dem braunen Planeten auch. Ja, und setze da einen grünen Cube drauf. Jetzt darf ich noch werten. Und das mache ich natürlich überall, um einfach hier jetzt Punkte zu bekommen, Energie zu bekommen. Das heißt, hier habe ich die, bin ich in der Unterzahl, bekomme 4 Energie. 1, 2, 3, 4. Und nehme mir den runter und bekomme noch eine Karte, alle blaue Planeten. Ja, super. Das ist ja wirklich gut, wenn man alle runternimmt. Na gut, hätte man mehr auf diese doppelten und dreifachen Türme setzen müssen, dass dann auch welche Kolonien mal bleiben. Das war sicherlich nicht so gut gespielt, aber der hat auch losgelegt, der Gegner, ja, aber gut. Dann die Galaxie, habe ich die Mehrheit, da bekomme ich 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann hier habe ich die, bin ich Gleichstand, bekomme ich 5. Und dann schaffe ich es sogar. 1, 2, 3, 4, 5. Den zu erreichen, denn es reicht, wenn ich den einhole, und einholen bedeutet ja, ich bin auf derselben Level wie er. Genau, dann komme ich zu hier unten zu Dark Tech Level 2, kann mir jetzt hier noch eine Karte aussuchen. Ja, und hier darf ich sofort 2 Galaxien werten, so wie das aussieht, was im Moment keinen Sinn macht. Mein Verbrauch ist in Zukunft immer null. Also egal, wie, ob ich hier hohe Karten ausgebe, hohe Energie ausgebe, der Verbrauchsmarker ist immer null, der geht nicht weiter. Dafür bin ich aber wahrscheinlich immer letzter im Multiplayer-Spiel. Okay, hier darf ich sofort mir 2 Ressourcen holen. Okay, hier darf ich sofort 2 Cubes setzen. Das würde mir ja noch was bringen. Und zwar auf den blauen. Und dafür, das wären halt 2 Siegpunkte. Okay. Das ist wieder, auch wenn ich, kann ich einfach, bei der Wertung bekomme ich immer 3, das hat man eben schon. Hier darf ich auch sofort 2 setzen. Hier kriege ich 10 Energie. Hier bekomme ich eine Karte und Dings. Okay. Und ich glaube, nehme ich das hier mit den 10 Energie. Dann bin ich einfach bei 10. Das ist immerhin besser als bei 0. Ja, und da bin ich mit meinem Zug auch fertig. Ja, jetzt gibt es die Wertung. Also erstmal bekommt der jetzt das Level 3 erreicht hat, das ist der Automat, der bekommt ja schon mal den Thron und der fängt auch mit der Wertung an und die Wertung ist hier oben auch angegeben. Wir können natürlich auch einfach den da hinstellen. Uppala. So, und dann steht er da schon drauf. Und dann geht die Wertung los. Man sieht auch hier, man bekommt nochmal Energie für Ressourcen. Das hat natürlich der Gegenspieler nicht, der Automat, der hat natürlich keine Ressourcen, er hat auch keine KI-Karten, dafür kommt auch keine Energie,
Aber er bekommt halt Punkte für seine besonderen Wertungskarten, die er noch erhalten hat. Und da schauen wir hier mal rein, was die so bringen ihm. Und er bekommt hier halt 4 plus seine Cubes auf braunen Planeten. Das heißt, er kriegt erstmal 1, 2, 3, 4. Da ist er auch auf 10 Energie. Und dann bekommt er braune Planeten. Da hat er, wir müssen mal rausgehen hier, hat er hier 2. 2. Okay. Dann ist das die eine Wertung. Dann die nächste bedeutet, er bekommt 3 Energie plus, ja, und die hat er nicht. Also bekommt er nur 3 Energie. 15. Dann bekommt er 4 plus jeden Cube, jede Kolonie, die er in einem unteren Segment hat. Und da hat er keine. Das heißt, er bekommt da 4 nochmal. Also er bekommt zwar viele Entwertungskarten, aber die werden halt, die sind halt dann oft nicht so, bringen halt nicht so viel. Zumindest was jetzt so Ressourcen angeht. Hier bekommt er nochmal 4. Die können wir gleich mal abtragen. Da sind wir bei 23. Und dann pro roten Planeten, und da hat er schon, da hat er ja 1, nee, da nicht 1, das ist auch ein brauner, achso, da hätte er noch einen mehr bekommen, aber 1, 2, 3, 3, 27 hat er Energie, also das ist jetzt, hat sein, hat nicht das Dark Tech Level 4 erreicht, auch mit der letzten Wertung bekommt er noch 5, aber auch dadurch nicht. 32 Energie. Genau, das ist dann das. Genau, und damit ist er mit seiner Wertung auch schon durch. Jetzt mache ich noch meine Wertung. Ich bekomme Energie, ja, eine Energie für einen anthrazitfarbenen. Dann bekomme ich für jede meiner KI-Karten bekomme ich 2 Energie, also die, die ich mir gekauft habe. Die Startkarten nicht. Aber hier habe ich 2, 3, 4 Karten habe ich mir geholt. Das heißt 8 Energie. Ja, 19. Okay. Dann bekomme ich natürlich auch für meine Wertungen, für meine Wertungskarten. Und dann fangen wir mal mit der Startsache an. Da habe ich natürlich, ja, die Frage, hätte ich den rausnehmen sollen? Aber ich glaube, ich hatte da, war ich überhaupt drin? Wenn ja, dann hätte ich die Mehrheit, es wären 8. Jetzt hätte ich auch 8 bekommen. Also hat keinen großen Unterschied gemacht. Das heißt, die bringt mir nichts ein. Die bringt mir 3 plus Planeten habe ich nicht mehr, habe ich ja alles gewertet. Das heißt, ich kriege 3. Hier nochmal 3 plus ja, Transparente hatte ich auch nicht mehr. Das heißt, nochmal 3. Und hier 1 plus jede Aufwertung. Und da hatte ich insgesamt 6 Cubes hier liegen. Also bringt er mir nochmal 7. Also 32, 25, ja. Ja, habe ich also nicht ganz knapp, oder ja, relativ knapp, auch hier irgendwie 13 Punkte, 13 Energie weg von Dark Tech Level 3. Aber er wäre auch so weiter gewesen. Ne? Ich wäre dann wieder am Anfang gewesen und er wäre schon wieder mit seiner Energie weiter oben gewesen. Ja, und damit hat er mit relativ deutlichem Abstand gewonnen auf Tech Level 3, ich auf Tech Level 2. Ja, interessant auf jeden Fall. Mir gefällt das Spiel schon sehr gut, wobei man sagen muss, ich hatte es ja schon mal ja, mit mehr Personen gespielt, auf der Messe auch angespielt, nicht eine komplette Partie, aber schon so, dass man ein bisschen Gefühl dafür bekommen konnte. Und das war natürlich durchaus interessant, weil mehr so die Interaktion auf den einzelnen Planetensystemen ist. Wir haben dann auch mit der Rückseite gespielt, die dann für 3 und 4 Spieler ist. Bei 3 Spielern deckt man noch ein bisschen was ab, bei 4 Spielern sind auf der Rückseite halt alle Galaxien, alle Planetensysteme ja, bespielbar, und da ist natürlich mehr, sind die Galaxien größer, und ich weiß gar nicht, ob noch mehr Galaxien sind, auf jeden Fall sind die größer und mehr Plätze, das heißt auch mehr los. Finde ich auch eine gute Methode, das eben so im Solo- und Zwei-Personen-Spiel halt das zu nutzen, spielt man ja quasi auch zu zweit, dass auch der Bot hier was macht und nicht nur Punkte sammelt, sondern wirklich eben sich hinsetzt auf Planeten, dort Mehrheit nach. Ich finde halt diese Wertung relativ heftig. Also ich gucke noch mal kurz in die Level 1 Karten rein. Aber er hat ja auf jeder Karte vom Level 1, das ist Level 1, okay, das ist schon das. Aber wenn ich jetzt hier gucke auf diesen, selbst auf der ersten Sache wertet er immer. Also
natürlich hauptsächlich die Mehrheiten, aber gut, da muss man vielleicht auch mehr wirklich auf, also wenn man das weiß, das war meine erste Solo-Partie jetzt, dass er immer wertet und gerade jetzt in dem unteren Level nicht immer, wenn er quasi, also nur wenn er Mehrheiten hat bei den Sachen hier, und da muss man natürlich dafür sorgen, dass man vielleicht als Zweiter dran ist, das heißt nicht so viel Energie ausgeben, gucken, was er macht. Beziehungsweise man sieht ja schon, was er macht. Ne? Also man sieht ja die Karte, die wird ja aufgedeckt, wenn es bestimmt wird, wie viel Energie verbraucht. Das heißt, wenn ich mehr Energie verbraucht habe, weiß ich ja schon, was er macht. Das heißt, ich müsste ein bisschen gucken, dass ich da dafür sorge, dass er zumindest nicht die Mehrheit hat. Dass wenn er da schon wertet, dass er nur die untere Energiezahl bekommt. Ich glaube, da muss man sehr drauf achten. Was natürlich auch durchaus realistisch ist, was das Mehrpersonenspiel ist. Weil ich glaube, da muss man auch drauf achten, dass die Leute halt nicht so diese Mehrheiten in sehr punkteträchtigen Galaxien haben, die halt viel Energie bringen. Trotzdem fand ich es ziemlich heftig, wie er schon am Anfang doch sehr viele Cubes auf das Spielfeld gebracht hat. Ich habe mich ja vielleicht auch zu sehr mit dem eigenen Tableau beschäftigt hier, mit der Auswertung der Reichweite. Das kostet ja auch immer Aktionen, statt mich auszubreiten. Ich hätte vielleicht auch erstmal sagen müssen, ich breite mich erstmal aus und hole mir noch nicht die Wertung für die Energie, sondern lass die Kolonien noch da und dass ich einfach dann auch, dass er nicht so viel Mehrheiten hat und dann eben entsprechend viel Energie bekommt. Und es hätte, ich hätte wahrscheinlich auch, und das habe ich eben auch nicht gemacht, ich hätte auch mal hier die Karte einfach spielen müssen. Die kostet zwar 6 Energie, aber man kann halt 2 Cubes setzen. Das hatte er auch sehr häufig gemacht mit seinen Sachen. Ich hatte ja eigentlich nur 1er. Man hätte sich auch aus der Auslage noch mal was holen können. Ja, die jetzt hier 2 Cubes setzen lässt, weil hätte man auch diese Sache freischalten müssen, dass man sich woanders draufsetzen kann, was ja mal keine Rolle spielt. Also das ist nur, wenn der Platz dann weg wäre, könnte man sich halt auch draufsetzen. So kann man sich halt nur auf freie Planeten setzen. Aber für die Mehrheitenwertung macht es keinen Unterschied. Auch wenn ich mich jetzt draufsetze auf einen Turm, wo er schon ist, zählen die drunteren eben auch mit für die Mehrheit. Ja, also es war auf jeden Fall heftig. Am Ende dann natürlich schon mit einem größeren Abstand. Ich hatte nur Tacklevit 2, aber dafür, dass ich jetzt wirklich die erste Solo-Partie gespielt habe und eigentlich auch nicht so richtig auf die Wertung geschaut habe, auf Wertungskarten, die so gut zu erfüllen, also da Planeten halt drauf zu lassen hier, um diese Wertung noch, die Punkte zu bekommen, das hätte man noch machen können. Da hätte man schon besser spielen können, ja. Gefällt mir auf jeden Fall. Ist ein Spiel, was jetzt auch relativ schnell durchgespielt ist. Ich habe natürlich jetzt viel erklärt, am Anfang die Regelerklärung. Wenn man das schnell spielt mit den Bots, wenn man die Regeln gut kennt, kann man das locker in deutlich unter einer Stunde auch durchspielen im Solo-Spiel und eben auch mit Mehrpersonen-Spiel. Wird es nicht so ewig dauern. Natürlich sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Man entdeckt jetzt nicht in jeder Partie komplett neue Sachen. Diese einzelnen Tech-Karten, die halt einmal Boni oder eben dauerhafte Boni bringen, die sind okay. Die sind schon gut. Es sind aber keine Karten, die man dann auf die Hand nimmt. Das sind halt keine Karten, die man hier reinspielt. Sondern es sind halt Soforteffekte. Ja, oder hier, man hat immer null Verbrauch. Oder bei der Wertung gibt es halt irgendwie Vorteile. Das sind jetzt keine Karten. Ich hatte, so wie ich das erst verstanden habe, dachte ich, es sind auch nochmal stärkere Varianten von diesen Aktionskarten. Aber es sind einmal Effekte oder eben dauerhafte Vorteile. Aber ist ja auch gut. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, das nochmal so als Belohnung zu bekommen, dass man halt das nächste Level erreicht hat. Und was bei dem Spiel durchaus spannend ist, man kann durchaus unterschiedlich spielen von der Vorgehensweise. Man kann so wie ich jetzt versuchen, gleich möglichst schnell diese Energie zu bekommen, aber man kann jetzt erstmal mal ausbreiten, viele Kolonien hinbringen, sich dann durch die Ressourcen holen, dann nimmt man die Cubes ja nicht weg und dann halt erst im dritten, vierten Zug vielleicht eine Wertung durchführen, wenn man dann wirklich vielleicht viele Mehrheiten hat und dann eben auf einen Schlag sehr viele Punkte bekommen. Was das angeht, wirklich spannend, muss man natürlich schauen, wie es jetzt langfristig die Abwechslung ist. Wir haben natürlich hier durchaus noch einen großen Stapel von diesen KI-Karten, von den Aktionskarten, die eben hier einfach zum Beispiel gar keine Aktions bieten, aber einfach -3, also wenn man einfach nicht so viel verbrauchen will. Oder hier zum Beispiel kann man von 3 Kolonien die Ressourcen bekommen in beliebiger Reichweite. Hier kann man sogar einen Dreierturm setzen, wenn man die Karte hat. Also es gibt da schon wirklich gute Karten, die andere Dinge machen und wo man dann halt mehr mit tun kann. Es gibt natürlich auch hier noch einen großen Stapel an von diesen Wertungen, die unterschiedliche Galaxien betreffen.
Hier für jede Wertungskarte, die ich habe, bekomme ich nochmal 2 Siegpunkte. Für jede KI-Karte bekomme ich auch nochmal zusätzlich 2 Siegpunkte, die ich ja auch so schon bekomme. Dann eben 4 sozusagen. Hier bekomme ich wahrscheinlich irgendwie meinen Verbrauch durch 10, bekomme ich nochmal als Energie und solche Sachen. Also Abwechslung ist da schon gegeben. Und in der Box, ich schaue mal gerade, ob ich da was zur Hand bekomme. An der Box sind 2 Module mit drin. Und zwar zum einen hier Anführer. Das heißt, man kann sich dann auch noch Anführer holen für sein Volk. Und die haben halt so Sonderfähigkeiten. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass die bestimmte Startposition oben haben. Das wird das wahrscheinlich mit dem Verbrauch sein. Der Start halt bei 6 hier, Casares. Und bei der Wertung, das ist ja wie die eine Karte, bekomme ich auch bei kleiner gleich 3. Ja, ich weiß gar nicht. Wenn es weniger als 3 sind. Oder wenn ich mehr, größer, gleich. Ich muss, irgendwie muss ich den Cube nicht wegnehmen. Darf aber auch da unten die Karte nicht spielen, wo ich 3 Cubes setzen kann. Also bei den Wertungen, wenn ich irgendwie bestimmte Wertungen mache, muss ich die Cubes nicht wegnehmen. Was natürlich schon cool ist. Hier S3, E3. Okay. Bringt für jeden Cube nochmal einen Siegpunkt bei der Wertung. Kann es natürlich sein, dass wenn ich mehr Cubes ich dann auf einer Kolonie habe. Hier kann ich in der Kaufphase kann ich eine Kolonie setzen auf einem Planeten bei Zoe. Die fängt aber bei 14, verbraucht 14 schon an und so gibt es hier ein paar. Und da sind natürlich noch mehr denkbar, theoretisch für eine Erweiterung, theoretisch, was jetzt aber nicht unbedingt sein muss. Und die zweite Erweiterung, da gibt es kleine Plättchen, die man hat. Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber da kann man dann auch Raumstationen legen. Die gibt es in jedem System, in jeder Galaxie. Und die Raumstation, würde ich sagen, kann, also ich habe mir die Regeln noch nicht für das durchgelesen, aber die ist dann, glaube ich, so wie ich es verstanden habe bei der Erklärung, hat man dann halt, kann nur einer machen sozusagen und dort zählt das halt für die Mehrheitenwertung mit, dann die Raumstation, die man hat. Also so eine kleine Erweiterung, die ganz nett ist. Ja, spannend auf jeden Fall. Muss auf jeden Fall nochmal den Solo-Modus mehrmals spielen, um hier besser zu sein, um dann auch für die Mehrpersonen-Spielen dort ein bisschen mehr bisschen besser spielen zu können. Aber so hat es mir auf jeden Fall gut gefallen und wird sich dann die Zeit zeigen, natürlich, wie das dann langfristig sich durchsetzt. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, was ihr von Council of Shadows haltet, was ihr jetzt von dem Solo-Playthrough haltet, wie das funktioniert, wie euch der Automa gefällt. Ich finde eigentlich ganz gut. Eine Karte einfach abhandeln, dann, wenn es Alternativen sind, gucken, ob ich das erste machen kann oder das zweite machen kann. Also das funktioniert eigentlich sehr schnell und auch hier die Übersicht. Da, ich hoffe, ich habe jetzt in dem Let's Play nichts vergessen, aber eigentlich kann man sich da gut dran hangeln, welche Schritte hier notwendig sind. Ja, hinterlasst gerne einen Kommentar, hinterlasst gerne ein Abo und klickt die kleine Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, dann würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, meinen Blog. Dort findet ihr eine Menge mehr Infos rund um Brettspiele und meinen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!